Nach dem Ausfall von Ben Bounce haben die 99ers Olivier Rodrigue verpflichtet. Fürs Erste steht aber Felix Nussbacher im Tor. Er wusste, mit einem Shutout beim KAC zu überzeugen. Gegen die Innsbrucker Haie steht Nussbacher zunächst nicht wirklich im Mittelpunkt. In der 5. Minute schalten die Grazer gut um über McKay und Tony Cameron-Nasey. 5. Minute, das 1:0 Cameron-Nasey mit seinem ersten Tor auf österreichischem Eis im Trikot der 99ers. Nach 10 Minuten beschert Girard seinen Haien eine Unterzahl und die nutzen die 99ers aus. Durch Philipp Lindner das 2:0 im Powerplay. Die Steirer sind geschmeidig unterwegs, Innsbruck überfordert. Vor allem die defensive Umschaltmomente haben die Gäste überhaupt nicht im Griff. 15. Minute Tony Cameron-Nasey mit dem 3:0. Unmittelbar darauf ein ähnliches Bild. Dodero öffnet, Broder bleibt zunächst hängen, aber Adis Alagic hilft ihm und vollstreckt in der 16. Minute das 4:0. Innsbruck-Goalie McCollum zum 4. Mal geschlagen. Er muss danach raus, René Svette darf den Dienst zu Ende bringen. Dann das 2. Powerplay im Spiel für die Grazer nach Strafe für Racing Clark. Und auch Svette sollte nicht lange ohne Gegentor auf dem Eis stehen in der 17. Minute. Tony Cameron-Nasey mit dem 5:0. Schon nach dem ersten Abschnitt scheint die Geschichte erledigt zu sein. Aber die 99ers machen weiter, auch im zweiten Durchgang. Über McKay und über Setzinger kommt die Scheibe zu Johan Poschbeier, 6:0 in der 23. Dann ist eine halbe Stunde gespielt, Innsbruck bleibt der luftigen Defensivarbeit treu und fängt den nächsten Gegentreffer. Durch wen? Natürlich durch Tony Cameron-Nasey. Er mit seinem 4. Tor im Spiel schon nach einer halben Stunde ist hier alles mehr als klar. Im Schlussabschnitt lassen die 99ers die Zügel aber etwas schleifen. Auch die Haie kommen zu Konterszenen und in Person von Daniel Campini zumindest mal zum Ehrentreffer. In der 45. Minute das 7:1. Die Haie gewinnen an Kontrolle. Wieder Campini beteiligt und Christian Jennes mit dem 2:7 aus Sicht der Gäste. Dann nochmal ein Powerplay. Der Innsbrucker Haie, Racing Clark, spielt Max Görlach frei und der zimmert die Scheibe ins Gehäuse. Vom Feinsten in der 52. Minute das 7:3. Den Grazern kommt die defensive Ernsthaftigkeit ein wenig abhanden und Nussbacher muss zum 3. Mal hinter sich greifen. In der Schlussphase entdecken die Haie wieder Spielfreude. Hör auf Braden Christopher und dann steht's nur mehr 7:4. In der 57. Minute löst sich dann Campini nochmal richtig gut und bedient in der Folge Colton Saucerman, der wirklich stark vollendet. Am Ende ist es aber trotzdem zu wenig. 7:5, so deutlich sieht es dann am Ende gar nicht mehr aus. Die Haie haben im Schlussdrittel Moral bewiesen, aber die 99ers behalten die 3 Punkte zu Hause. We had a great start to the game. You know, first 2 periods we were all over them. You know, that's a good hockey team over there. They definitely showed it in the third. I mean, I think we let off the gas a little bit at the end, which is obviously something that we can't do, something that we have to learn from. It was probably a fun one to watch, but not a fun one to coach. That's for sure. We didn't show up to play, and we have a lot of new guys on our team in this league, and they have to realize if you don't show up, you're going to get run out of the building. And definitely was a learning point today, but we got to learn quickly. We got a big team on Sunday coming in our rink in Vienna, so we got to take that 3rd period and do it for 60 minutes.